Dreht euch und kämpft!
Höher! Fürst Sakai. Erobert, von dem wir nie gehört haben. Es wird viel Unsinn erzählt. Das ist kein Unsinn. Ich habe Ihre Karten gesehen. Sie haben Karten? Na und? Wir sind alle Dörfer, Hü- Festungen, Flüsse und Berge von Tsushima. Angeblich sind Leute zurück nach Komoda, um die Toten vom Strand zu werben. Klingt gefährlich. Aber natürlich. Doch diese Gewalt in seine Reihe. Sie haben den Schrein. Hör.
Flüstern nähert sich. Schnell greift Dunkelheit um sich. Nächtliches Licht lenkt. Hm?
mich jemand? Folgend. Reinigt sachte und erfrischt. Ein neuer Beginn.
kämpfen wir!
braves Pferd. So etwas findet ihr sonst nirgends, mein Herr. Ich dachte, alle Samurai wären tot. Begrüßt man so einen Gast? Verzeiht meine Manieren, mein Herr. Ich bin immer nur allein. Nur in Gesellschaft von Farben und Pinseln, Lacken und Stoff. Ich habe den perfekten Weißton wie glitzernder jungfräulicher Schnee im winterlichen Yogaku. Bringt mir die nötigen Zutaten. Dann statte ich euch in Weiß aus, wie der Tod persönlich. Meine Arbeit ist unmöglich, ohne die richtigen Materialien.
Bis bald. Eine Ehre, euch in meinen erlesensten Stücken einzugleiten, mein Herr. Meine Familie nutzt weiße Farbe. Meine Farben sind so weiß wie Neuschnee. Ist ein gutes Pferd. Hm.
Sie wollten von der Insel.
Welche gefiel euch am besten? Es gibt drei, die ich nie vergesse. Legendäre Schwerttechniken, die nur die stärksten Krieger einsetzen können. Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten?
Bin ich! Hui! Orvo! Zieht eure Klingen! Aber nur wo.
Hilfe! Nicht jemand?
Hierher! Hier! Mein Herr, diese Frau sagt, sie wisse einen Weg von der Insel. An den Mongolenschiffen vorbei? Zeigt ihn mir. Aber gerne. Folgt mir, mein Herr. Wenn ihr genau hinseht, seht ihr mein kleines Boot und die geplante Route. Da ist kein Boot. Ihr musstet es ja verderben. Nicht wahr? Ihr seid feige und verlogen. So. Wie grauenhaft. Mord an Unschuldigen. Thank you.
Soll ich euren Bogen verbessern, Herr? Eure Pfeile werden zuschlagen wie tödliche Falken. Danke. Ihr habt Banner gefunden. Ihr seid einer der wenigen, die Wissen über unsere Samurai-Clans besitzen. Würdet ihr noch mehr davon mit mir teilen? Ich weiß noch, wie mich vor einigen Jahren Banditen umzingelten. Ich wollte es schon allein mit ihnen aufnehmen. Da rannten meine Gegner davon und flohen in den Wald. Ich blickte zum Hügel hinter mir und sah eine Reihe der besten Bogenschützen des Nagao-Clans am Horizont. Die Banditen hatten gehört, dass diese Krieger schon von Kindesbeinen mit dem Bogen trainierten. Dieser Ruf allein reichte aus, um die Schlacht sofort zu beenden. Und ich war dem Nagao-Clan viele Krüge Sake schuldig. Eine spannende Geschichte, mein Herr. Ich werde sie weitererzählen. Bitte nehmt dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. Lebt wohl. Hier irgendwas, mein Herr. All meine Waren sind nützlich. Willkommen zurück. Du bist noch hier. Enttäuscht? Ich dachte, du gehst, sobald ich den Wurfhaken habe. Suchst einen Weg zum Festland. So verlockend das auch klingt. Du hast Taka das Leben gerettet. Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Freut mich zu hören. Gib den anderen Bescheid. Was soll ich sagen? Wir dringen in Burg Kaneda ein und befreien Fürst Shimura. Das heißt, euer Neffe jagt meine Männer, reißt sie in Stücke, wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so, als seien wir verschieden. Doch wir kämpfen für dasselbe. Für ein Vermächtnis, das uns überdauert. Ich schuf mein Vermächtnis mit Pflicht und Ehre. Brachte Ordnung für meine Heimat und Gerechtigkeit für mein Volk. Seid nicht so wie ich. Euer Neffe ebenso wenig. Aber sein Name ist an euer Vermächtnis gebunden. Vermächtnis ist mehr als ein Name. Ah, stimmt. Eure Familie lebt seit Generationen hier. Die Burg eurer Ahnen liegt oben im Norden, nicht? Ich freue mich schon, sie zu sehen. Und ihr werdet hier langsam verhungern. Allein und ohne Ehre.
Verdammt, Ryoso. Wo steckst du? Alle sind hier. Warten wir auf die Strohhüte? Nein. Wir treffen uns am Bauernhaus. Jin. Danke, dass ihr hier seid. Fürst Shimura wird dankbar sein. Die Mörder meiner Familie können noch ein wenig warten. Auch meine Jagd nach Tomoe. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Mit eurer Hilfe ist er bei Sonnenaufgang frei. Macht euch bereit. Wir greifen bald an. Sagt Bescheid. Wir werden kommen. Eure eigene Schülerin kämpft für euren Feind. Geschieht euch recht. Bitte schweigt. Ein alter Mann verkehrt. Ich hasse Sake. Das weiß ich. Fürst Sakai! Was redest du denn da? Kenji. Taka, ein fantastischer Wurfhaken. Schön, dass er euch gefällt. Yuna sagte, ich soll bleiben, aber ich wollte euch alles Gute wünschen. Das ist eure Ausrede, Kenji. Ich trinke nicht gerne allein. Stellt euren besten Sake beiseite. Wenn wir Fürst Shimura retten, haben wir viel zu feiern. Nur das Beste für den Jito. Yuna wartet auf euch. Er gehört. Es ist Zeit. Heute befreien wir Fürst Shimura. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. Die Mongolen halten Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Wenn der Alarm ertönt, richten sie ihn vielleicht hin. Wir können das Haupttor stürmen und sie überraschen. Nein, wir gehen leise vor. Wir hacken uns eine Schneise zum Burgfried, retten Fürst Shimura, ziehen uns zum Haupttor zurück und fliehen. Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff. Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Oder ein Geist? Fürst Shimura zählt auf uns. Brechen wir auf. Gute Rede. Sicher, dass das klappt? Was muss es? Hier kannst du wohl hochklettern. Hol die anderen rein. Wir sehen uns drin. Sei vorsichtig, Jim. Ich versage nicht noch einmal, Onkel.
Schätze. Der Alarm. Ich muss die Wachen ausschalten. Sensei, ihr und Kenji sichert das Haupttor. So gut wie erledigt. Yuna, kannst du den Pfad an der Klippe säubern? Ich kümmere mich darum. Gut, wir treffen uns an der Brücke. Jemanden vergessen? Nein, ihr kommt mit mir. Da ist eine Belagerungswaffe. Letztes Mal war sie auf Yuna und mich gerichtet. Dieses Mal nehmen wir sie uns. Wir müssen den Hof sichern. Leise oder aggressiv? Eure Wahl. Könnt ihr die Hoacha bedienen? Das schaffe ich schon. Wenn ich Fürst Shimura habe, werden uns die Mongolen verfolgen. Erledigt sie. Mit Vergnügen. Passt auf euch auf. Ihr auch, Masako. Das Tor ist bewacht. Folgt mir.
diesen Hund. Es wäre einfacher, wenn deine Strohhutfreunde helfen würden. Josos Männer verhungerten. Vielleicht sind sie desertiert. Krieg macht verzweifelte Menschen zu Tieren. Soweit bin ich letztes Mal gekommen. Der Kahn warf dich von dieser Brücke? Wie hast du überlebt? Ich weiß nicht. Das Tor ist verschlossen. Haltet die Brücke. Ich finde einen anderen Weg. Die Klippe? Es muss einen Weg herum geben. Sollte klappen. Gutes Auge. Wenn du drin bist, öffne das Tor für mich. Ich könnte Jonas Hilfe brauchen. Da bist du ja. Leise. Noch mehr warten. Ямар нэг юм харв уу? Юм алгаа. Ой, өнөөх их чи харлаа.
ständige Mutzo. Bitte so da, Stuart! Tische! Was ist Freddy? Yuna, halte das Gebet. Ich suche Fürst Shimura. Viel Glück, Jin. Noch ein Tor. Das sollte ich wohl umgehen. Yuzo. Der Khan zahlt ein Kopfgeld für den Geist. Und jeder kann es fordern. Lass es. Meine Männer verhungern, Jin. Rette mit mir meinen Onkel. Er entlohnt deine Männer. Er macht dich zum Samurai. Und schickt uns in den Tod. So wie er es in Komoda tat. Yuzo. Er ist deine Familie, Jin. Ich muss meine schützen. Ganz schnell! Wir waren Freunde. Vor einer Ewigkeit. Halt! Bevor es zu spät ist! Du ebenfalls, Geist. Genug. Es ist noch nicht zu spät. Rette mit mir unsere Heimat. Sie gehört jetzt Ihnen. Yuzo. Er ist hier! Der Samurai ist hier! Ja.
Chiharu? Hä? Wo ist er? Wo ist Fürst Shimura? Бери! Тиме! Ой! Куда как ты харда? Feigling. Okay, ich komme! Jin, schnell! Oh, Samurai, nochmal! Euer Diener, mein Herr. Wir müssen weg. Noch nicht. Kotun Khan marschiert nordwärts nach Toyotama. Er hat Wachen hier gelassen. Keine echten Gegner für zwei Samurai. Ich habe Verbündete dabei. Wir erobern die Burg zurück. Man wird unseren Sieg besingen. Sakai, wir locken sie zu uns. Ich bin bei euch. Durchstehen!
Sensei, Fürstin Masako, ihr habt überlebt. Mit der Hilfe eures Neffen. Er bestand darauf, euch befreien zu können. Ich hielt es für unmöglich, aber ich bin froh, dass er recht hatte. War nicht das letzte Mal, Sensei. Ich bin froh, dass ihr alle hier seid. Zu viele Freunde sind gestorben. Und Familie. Fürst Adachi starb ehrenvoll, Fürstin Masako. Nun rächen wir ihn und all die gefallenen Krieger von Tsushima. Es kommen noch mehr. Wir stellen uns entgegen, gemeinsam. Für die gefallenen Krieger von Tsushima. Fürstin Masako, lass niemanden erschienen. Auf sie, Sensei Ishikawa! Wir geben euch Deckung! Hängt mein Ab! Gut gekämpft. Ihr alle. Geschafft. Die Burg gehört uns. Mein Fürst, ihr habt uns zum Sieg geführt. Mit eurer Hilfe, Jin. Gemeinsam brechen wir ihren Kampfgeist und werden Khotun Khan in die Knie zwingen. Wir gewinnen diesen Krieg als Samurai. Eine beeindruckende Burg. Wollt ihr mich nicht hereinbitten? Eure Leute sind müde, hungrig, frieren. Öffnet das Tor, rettet sie. Verspracht Essen für meine Männer. Verdient es. Lasst sie rein! Öffnet das Tor! Öffnet das Tor!
Dein Onkel sucht nach dir. Es heißt, der Khan hat seine Burg. Ich hätte Ryo so nie trauen dürfen. Er hat uns alle getäuscht. Ich dachte, du bist schon weg. Dachte ich auch. Gehen wir zu meinem Onkel und reden über deine Belohnung. Fürst Shimura ist im Hauptgebäude.